für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Bundesjustizministerin, in der Tat, es ist ein wichtiges Thema. Das Thema, das wir heute Morgen debattieren, brennt vielen hunderttausend Vätern, Müttern und auch Kindern unter den Nägeln. Sie haben es gesagt, in Deutschland wird inzwischen jedes dritte Kind nicht ehelich geboren. In den ostdeutschen Bundesländern sind es sogar über 60% der Kinder. Das Ganze ist also überhaupt kein Randthema. Auf der anderen Seite spiegelt sich in diesen Zahlen gesellschaftlicher Wandel wider, der in den letzten Jahren und Jahrzehnten stattgefunden hat. Es ist jetzt etwa 40 Jahre her, da hatten wir eine komplett andere Rechtslage hier in Deutschland. Da waren nicht-eheliche Kinder sogenannte Niemandskinder. Sie waren mit ihrem Vater nicht einmal verwandt, sie waren von der Erbfolge ausgeschlossen, sie hatten nicht einmal einen Pflichtteilsanspruch. Sie hatten keinen eigenen Unterhaltsanspruch. Andersherum hatte der Vater keinen durchsetzbaren Anspruch auf Umgang mit dem Kind, geschweige denn die Möglichkeit, überhaupt eine gemeinsame Sorge zu bekommen. Das alles hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert, und das ist auch gut so, meine Damen und Herren, denn Kinder haben ein Recht auf liebevollen Umgang mit beiden Elternteilen, egal ob die nun einen Trauschein haben oder nicht. Und nun haben uns der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte vor etwa 3 Jahren und das Bundesverfassungsgericht vor 2,5 Jahren die Aufgabe gegeben, dieses Sorgerecht weiterzuentwickeln. Gesetzliches Leitbild soll die gemeinsame Sorge sein. Das soll nicht mehr prinzipiell an dem Veto eines Elternteils scheitern. Und auch das ist gut so, meine Damen und Herren. Nun hat sich die Bundesregierung allerdings viel Zeit gelassen, um diesen Gesetzentwurf vorzulegen. Ursprünglich war ja ein solcher Gesetzentwurf mal angekündigt für das Jahr 2010. Da ist nichts passiert. Dann kam die Ankündigung 2011. Da ist auch nichts passiert. Und jetzt haben wir Ende 2012. Und obwohl sich die Bundesregierung nun 2,5 Jahre Zeit gelassen hat, der ganz große Wurf, das sage ich gleich vorweg, ist es nicht geworden, meine Damen und Herren. Nun will ich gar nicht verkennen, dass eine gesetzliche Neuregelung vor allen Dingen mit 3 Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Erste Schwierigkeit, die Debatte, das wissen wir alle, über die Ausgestaltung der elterlichen Sorge, die wird sehr emotional, sehr leidenschaftlich und teilweise auch sehr verbissen geführt. Es gibt ja im Wesentlichen 2 Lösungsmodelle, die da seit Jahren diskutiert werden. Das eine ist die sogenannte Antragslösung, wo der Vater vor Gericht laufen muss, um eine gemeinsame Sorge zu bekommen. Und dann gibt es die Widerspruchslösung, die zwar beiden Eltern zunächst einmal das Sorgerecht zuweist, aber wenn das dann nicht sachgerecht ist, beispielsweise weil sich der Vater schon vor der Geburt aus dem Staub gemacht hat, dann muss die Mutter zum Gericht ziehen, um daran etwas zu ändern. Und diese beiden Lösungsmodelle, die stehen sich sehr unversöhnlich gegenüber. Der eine zeigt auf den anderen und sagt, warum muss bei deinem Modell eigentlich der Vater zum Gericht laufen? Die anderen rufen zurück, warum muss das bei deinem Modell eigentlich die Mutter tun? Und ich glaube, dass eine gesetzliche Neuregelung hier Brücken bauen muss. Brücken bauen muss im Sinne der Kinder. Denn die Kinder leiden am meisten darunter, wenn sich ihre Eltern über das Sorgerecht streiten. Und wenn sie dann auch noch in die missliche Situation gebracht werden, dass ein Elternteil den anderen verklagen muss. Eine gesetzliche Regelung muss hier die Gemeinsamkeiten der Eltern fördern und nicht den Streit. Und ich glaube, das ist in diesem Gesetzentwurf noch nicht so richtig gelungen. Die zweite Schwierigkeit, die besteht, Sie haben das angesprochen, hinter dem Thema Sorgerecht für nicht verheiratete Eltern verbergen sich ganz unterschiedliche Fallgruppen. Angefangen bei den Eltern, die auch ohne Trauschein lebenlang zusammenbleiben und sich gemeinsam rührend um ihre Kinder kümmern, bis hin eben zu den flüchtigen Bekanntschaften, wo der Vater schon lange vor der Geburt verschwunden ist. Und eine gesetzliche Neuregelung muss eben das Kunststück fertig kriegen, all diesen Fallgruppen gerecht zu werden. Auch das ist kein ganz leichtes Unterfangen. Und schließlich die dritte Schwierigkeit. Jede noch so gut gemeinte gesetzliche Regelung auf dem Papier ist darauf angewiesen, dass die Eltern sie vor Ort im Alltag
verantwortungsbewusst und einvernehmlich umsetzen. Wenn die Eltern das nicht tun, wenn sie beispielsweise ihre Konflikte auf den Rücken der Kinder austragen, dann geht jede noch so gute Regelung vollkommen ins Leere. Und deshalb, Ziel einer gesetzlichen Regelung muss es doch sein, die Eltern zu unterstützen. Und da, wo Konflikte vorhanden sind, diese Konflikte auch mit den Eltern zu bereden, die Eltern nicht alleine zu lassen mit diesen Konflikten, sondern zu sagen, ihr habt gemeinsam ein Kind, seid für das Kind da. Euer Kind braucht Vater und Mutter und lasst uns gemeinsam mal schauen, wie wir hier zu einer vernünftigen Lösung kommen. Was macht aber dieser Gesetzentwurf, zumindest in Teilen? Nun, ich sage das ganz offen, er lässt die Eltern im Regen stehen. Sie haben das angesprochen, in einem vereinfachten und beschleunigten Verfahren soll beispielsweise ein Familienrichter über das Sorgerecht in Konfliktfällen entscheiden. Der Pferdefuß dabei, er soll das dann tun, ohne jemals Vater oder Mutter gesehen, geschweige denn mit denen gesprochen zu haben. Auch das Jugendamt ist außen vor. Der Richter entscheidet nur nach Aktenlage. Die Eltern sind außen vor, sie werden zu Zaungästen des gesamten Verfahrens. Das ist doch, meine Damen und Herren, ein Unding. So löst man doch nicht. So löst man doch nicht bestehende Konflikte, sondern man verschärft doch nur solche Konflikte. Und deshalb sprechen Sie in diesem Zusammenhang auch nicht mehr in Zukunft von starken Familien und starken Eltern, wenn Sie so mit Hunderttausenden von Vätern und Müttern umspringen. Und auch die Familienrichter stöhnen doch schon und sagen, wie sollen wir eigentlich entscheiden in diesem vereinfachten Verfahren? Wie sollen wir solche schwerwiegenden Entscheidungen wie das Sorgerecht über die Köpfe der Betroffenen hinweg, über die Väter, über die Mütter, über die Kinder hinweg in Zukunft treffen können? Nein, meine Damen und Herren, hier geht es um die Kinder in unserem Land. Hier geht es um das Wohl vieler nicht-ehelicher Kinder. Und über das Kindeswohl entscheidet man nicht nach Aktenlage. Das Kindeswohl eignet sich nicht für schwarz-gelbe Experimente, und deshalb werden wir auch diesen Gesetzentwurf in den kommenden Wochen sehr kritisch begleiten. Wir als SPD-Bundestagsfraktion haben vor einem knappen Jahr unsere Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt, und jetzt lassen Sie uns gemeinsam wirklich schauen, was sind die besten Lösungen für die betroffenen Väter, für die Mütter, aber vor allen Dingen auch für die betroffenen Kinder? Recht herzlichen Dank. Für die CDU/CSU